Moin, ihr Lieben. Bänder, Senkel, Tüdelband, Schnur, wie auch immer man das Ganze nennen will. Heute geht es um... Ja, Nesteln ist das heutige Thema. Diese schönen Schnüre hier, Nesteln hießen sie schon vor dem Mittelalter, auch noch weit danach. In einigen süddeutschen Gegenden nennt man sie heute noch so. Der Johann Christoph Adelung hat Ende des 18. Jahrhunderts in seinem Wörterbuch, seinem grammatisch-kritischen Wörterbuch, heißt es richtig, der hochdeutschen Mundart geschrieben. Dass es schon im mittleren Latein Nastala oder Nastula hieß. Es gab den Nestler oder Nestelmacher, der hat eben genau diese Bänder hergestellt. Und es gab auch einen Aberglauben, jemandem einen Nestelknüpfen bedeutet, ihn des ehelichen Beischlafs oder ihm den ehelichen Beischlaf unmöglich zu machen. Das wollen wir heute natürlich nicht tun. Ich zeige euch einfach mal, wie man diese schönen Nesteln knüpft mit der sogenannten Fingerschlaufen- oder Fingerloop-Technik. Wir nehmen uns zwei recht einfache Muster vor. Einmal dieses hier, das besteht aus drei Schlaufen. Ist relativ einfach. Und dann dieses schöne, ja, was so ähnlich wie eine Kordel aussieht. Das sind dann schon acht Schlaufen, ist aber relativ einfach herzustellen. Und wenn ihr mal ein Stückchen näher kommt, dann zeige ich euch, wie es geht. So, wir fangen mal mit der gelben Schlaufe an. Ich nehme mir mal diese vier Zaunlatten als Maß. Wenn ihr das Maß nehmt für eure Schlaufen, kalkuliert immer ruhig ein bisschen mehr ein, denn durch das Flechten verliert ihr Länge. Das ist abhängig von der Dicke der Wolle oder Seide oder was auch immer ihr nehmt, oder Paracord, ihr könnt natürlich auch moderne Materialien nehmen. Es ist zumindest von der Dicke abhängig. Je dicker das Material, desto mehr Länge werdet ihr durchs Flechten verlieren. Also das können durchaus schon mal 20-30% sein. Hier bei dieser dünnen Wolle ist das nicht so sehr entscheidend. Also da werden wir ungefähr, na, das ist ein knapper Meter, den werden wir auch wahrscheinlich behalten. Ja, diese Nesteln sind natürlich gerade für die Spätmittelalterdarsteller unter euch von Belang. Gerade die Herren im späten Spätmittelalter, im 15. Jahrhundert, hatten ja alles fest genestelt. Aber auch im Hochmittelalter haben wir hier unsere Beinlinge ja schon festgebunden damit, fest genestelt. Also auch dafür könnt ihr es nehmen. Aber wie gesagt, natürlich auch, wenn man sich ein schönes Seil machen möchte, aus modernen Materialien, könnte das selbstverständlich auch mit dieser Technik tun. So, wir haben unsere drei Grundschlaufen. Jetzt gehen wir mal rüber. Ich habe so einen kleinen Bock vorbereitet und dann beginnen wir mal. So, ich habe mir hier so einen kleinen Bock vorbereitet. Einfach nur einen Stab in die Erde gesteckt, mit zwei Heringen gesichert und hier so einen kleinen schmiedeeisernen Haken. Wenn ihr das zu Hause macht, könnt ihr natürlich eine Türklinke nehmen oder ein Heizkörper, Thermostatventil, was auch immer. Wo auch immer ihr diese Schlaufen euch dann befestigt, das ist euch überlassen. So, wir legen die Schlaufen hier einfach rum und legen uns das Ganze jetzt mal um die Finger. Ich habe jetzt hier die Grundposition für diesen Dreiloop, für dieses Dreiloop-Muster eingenommen. Ich habe mir die gelbe Schlaufe über den rechten Mittelfinger gezogen. Auf dem linken Mittelfinger ist die rote Schlaufe und auf dem linken Zeigefinger haben wir die grüne Schlaufe. Die Muster, die ich euch gleich zeige, wir gehen das gleich einmal in der Theorie durch, die bekommt ihr auch auf meiner Webseite. Ich verlinke das einmal am Schluss des Videos oben rechts und da schaut ihr mal unter Diverses, habe ich da so eine Rubrik, da findet ihr auch Brotbackrezepte und so ein Zeug und unter anderem auch diese Flechtmuster.
Gut, dann fangen wir einmal in der Theorie an. Ich blende euch jetzt eben einmal die einzelnen Schritte ein. Das sind insgesamt sind es 3 Schritte mit jeweils 3 Zwischenschritten. Wir beginnen in Schritt 1. Ihr seht oben rechts den rechten Zeigefinger. Der rechte Zeigefinger bewegt sich durch die gelbe Schlaufe, also die am rechten Mittelfinger, greift sich die rote Schlaufe am linken Mittelfinger von unten. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst immer von unten oder von oben greifen. Warum, erzähle ich gleich. Und zieht dann diese rote Schlaufe durch die gelbe hindurch. So, im ersten Zwischenschritt bewegt ihr dann die grüne Schlaufe vom linken Zeigefinger auf den linken Mittelfinger. Erster Schritt vorbei. Schritt 2. Jetzt genau die gegengesetzte Richtung. Ihr nehmt den linken Zeigefinger, bewegt ihn durch die Schlaufe des linken Mittelfingers, zieht die gelbe Kordel von unten durch die grüne hindurch und in dem zweiten Zwischenschritt bewegt sich dann die rote Schlaufe vom Zeigefinger auf den Mittelfinger. Der letzte Schritt ist dann wie folgt. Genau wie in Schritt 1 bewegt ihr wieder den Zeigefinger der rechten Hand durch die Schlaufe, rechte Hand Mittelfinger, holt euch von unten die grüne Schlaufe, zieht das Ganze durch und im letzten Zwischenschritt schiebt ihr dann einfach oder versetzt einfach die gelbe Schlaufe vom Zeigefinger auf den Mittelfinger. Das ist ein kompletter Arbeitsgang. Zwischen diesen einzelnen Schritten, die ihr macht, denkt bitte dran, bewegt einmal die Arme auseinander, um die Kordel festzuziehen. Das zeige ich dann gleich noch einmal. Wir machen jetzt mal einen Arbeitsgang durch und ziehen das Ganze dann einmal fest und werden dann mal Stück für Stück uns ans Muster heranarbeiten. Gut, ich bewege den rechten Zeigefinger durch die gelbe Schlaufe, hole mir die rote Schlaufe von unten und bewege die grüne Schlaufe auf den Mittelfinger. Jetzt greife ich wieder durch die grüne Schlaufe, hole mir die gelbe Schlaufe von unten und bewege die rote Schlaufe auf den Mittelfinger. Gar nicht schlimm. So, jetzt gehen wir noch mal einmal in die Totale und dann zeige ich euch, wie man die Kordel festzieht. Nachdem wir einen Arbeitsgang durchgearbeitet haben, machen wir so einen Ausfallschritt nach vorne, ziehen die Kordel auseinander. Genau das passiert dann gerne mal. Wenn ihr sehr lange Nesteln flechtet, müsst ihr euch Hilfe holen. Dann braucht ihr eine zweite Person, die dann einmal eingreift und die Kordel V-förmig auseinanderzieht, euer Nestel. Ansonsten wird das Ganze nichts. So, jetzt werden wir mal so ein paar Zentimeterchen flechten. Man muss da erst immer wieder reinkommen, das geht mir auch so, wenn ich eine Zeit lang nicht gefingerloopt habe. Ihr seht, das Wechseln der Finger mache ich immer zwischendurch, wenn ich den Ausfallschritt wieder zurück mache. Die Zeit kann man nutzen, um die Kordel oder den Finger zu wechseln. Und ich greife die Schlaufe immer von unten. Wenn ich das nicht mache, wenn ich die Richtung wechsle, arbeite ich Musterstörungen ein. Das kann man natürlich schön finden, muss man aber nicht. Aber das bleibt euch überlassen. Wenn ihr soweit seid und genügend Länge genestelt, geflochten habt, schließt ihr das Ganze einfach mit einem Doppelknoten ab. Ups,
Ne? Manchmal passiert auch das, genau. Das Band reißt. Streift man wieder so ein bisschen glatt. Und fertig ist die Laube. So, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Muster. Das Ganze besteht dann schon aus 8 Schlaufen, ist ein bisschen komplizierter. Dafür ist das Flechten dann nicht ganz so schlimm. So, ich habe mich hier mal für die Farben Gelb und Rot entschieden. Das ist ein schöner Kontrast. Wir brauchen jeweils 4 Schlaufen von jeder Farbe. Ihr könnt natürlich auch asymmetrisch arbeiten, indem ihr 5 Schlaufen Rot nehmt oder 5 Schlaufen Gelb. Das bleibt euch überlassen. Ich möchte jetzt eine eher regelmäßige Nessel flechten. Und werde deshalb bei der Kombination 4 und 4 bleiben. So, Nummer 3. So, Nummer 4. Ich packe jetzt noch 4 rote Schlaufen dazu und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das sieht jetzt etwas komplizierter aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Also wir haben es jetzt mit ein paar mehr Fäden zu tun, ein paar mehr Schlaufen. Wir haben hier jeweils die 4 gelben und die 4 roten Schlaufen. Die habe ich mir über Zeige bis Kleinfinger gezogen. Und ich blende euch jetzt nochmal eben hier einmal das Muster ein. So, da ist es. Und wie ihr seht, braucht ihr im Grunde genommen immer nur die Positionen tauschen. Der kleine Finger und der Zeigefinger tauschen die Position. Genauso der Mittelfinger und der Ringfinger tauschen die Position. Ja, wunderbar, es regnet. Dann tauschen, so, Moment, der Ringfinger, der Mittelfinger und der kleine Finger und der Zeigefinger die Position. So, das ist auch schon alles, dann wird zusammengezogen und das Ganze machen wir jetzt einmal in Realitas. Bevor wir mit dem eigentlichen Nesseln loslegen, möchte ich euch noch mal einmal den Unterschied zeigen zwischen einer Kordel und diesem genesselten Muster. Ja, bei einer Kordel, ich drehe das mal so ein bisschen auseinander, dann sieht man hier sehr schön, dass das immer noch 2 Einzelfäden sind. Na, da haben wir so eine Schlaufe. Das ist also quasi einfach nur verdrillt. Findet ihr auf YouTube eine Menge Videos, wie man diese verdrillten Kordeln sich herstellt. Im Gegensatz dazu ist dieses genesselte Muster, da sieht man das, glaube ich, sehr gut. Das ist richtig miteinander verflochten. Ja, also das kriege ich nicht mehr in 2 einzelne Fäden aufgedröselt. Die laufen hier durcheinander hindurch. Und das finde ich eigentlich sehr charmant. Macht das Ganze ein bisschen stabiler. Sieht schick aus. Und da legen wir jetzt mal mit los. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz. Der kleine Finger und der Zeigefinger tauschen. Der Mittelfinger und der Ringfinger tauschen. Der Ringfinger und der Mittelfinger tauschen. Und der kleine Finger und der Zeigefinger tauschen. So, jetzt ziehen wir das Ganze einmal stramm. Und so geht es jetzt immer munter weiter. Jetzt sieht man hier schon sehr schön, wie dieses Muster entsteht. Dadurch, dass einfach immer die Schlaufen der entgegengesetzten Finger die Position tauschen, entsteht diese kleine Spirale. Ja, das werden wir jetzt immer munter weitermachen.
Ja, ihr seht, wie das hier wächst. Und da werden wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde, werde ich sicherlich dafür brauchen. Ups. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, habt ihr gesehen, was man einfach mit so ein bisschen Wolle für schöne Dinge tun kann? Das ist was für die Fraktion, mache ich im Winter. Feine Nesteln, grobe Nesteln. Das Wetter schlägt hier fürchterlich um. Deswegen stellen wir das Ganze auch mal ein und ich mache mir jetzt drinnen warmen Tee und dann wird drinnen weiter genestelt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.